Und das ist das Original. Das ist die Original, der Original Frankfurter Grund, den man hier sieht. Jetzt im Hunsrück. Jetzt im Hunsrück, ja. Moment, wie transportiert man denn einen ganzen Keller in den Hunsrück und vor allem warum? Ich glaube, wir müssen nochmal zurückspulen. In einem unserer letzten Videos haben wir mit euch zusammen einen römischen Keller erkundet. Dass er schon in römischer Zeit abgebrannt ist, hat sich für die Archäologie als Glücksfall herausgestellt. Sein Erhaltungszustand war beeindruckend gut. Trotzdem war allen Beteiligten klar, er braucht restauratorische Unterstützung, wenn er dauerhaft gesichert werden soll. In diesem Video schauen wir Grabungstechniker und Restauratoren über die Schulter und begleiten den Befund auf seiner Reise von Frankfurt am Main in den Hunsrück und wieder zurück. Ist ein Befund erstmal bei einer Ausgrabung freigelegt, also die schützende Erddecke entfernt, geht der Zerfall weiter. Deshalb hatten wir in Heddernheim den Befund schon durch ein großes Zelt geschützt. Jedes Wetter bringt außerdem seine ganz eigenen Gefahren mit sich. Bei Regen können Profile hinterspült oder Erde eingewaschen werden, Frost bringt die Holzkohle zum Bröseln, Hitze trocknet den Befund stark aus und es können sich Risse bilden. Ideal wären gleichbleibende Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, was bei Freilichtpräsentationen schlicht nicht möglich ist. Pflanzen und Algen beginnen, die Erde wieder zu besiedeln, Kaninchen und Mäuse graben Tunnel und zerstören die römische Oberfläche. Vor Ort muss der Befund außerdem täglich kontrolliert werden. So können zum Beispiel Tiere schnell gerettet werden, wenn sie in die Grube hineinfallen und nicht mehr herauskommen. Vor Ort ist der Keller nicht zu erhalten. Er muss also stabilisiert werden, damit der Befund geborgen und transportiert werden kann, zum Beispiel um ihn auszustellen. Das Team vom Denkmalamt und Archäologischen Museum holte sich hierfür extra Unterstützung durch eine Restauratorengruppe, die bereit war, sich der schwierigen Aufgabe anzunehmen. Der Keller besteht ja nicht aus Steinmauern oder Holzbalken, die man einfach abbauen und mitnehmen kann. Er ist nur noch als Erdverfärbung mit Holzkohleresten erhalten. Die Erde muss also extrem gefestigt werden, damit man sie abtransportieren kann. Wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, bis man den Keller sprichwörtlich auf den LKW laden kann, das erklärt uns Waldemar. Ich bin der Waldemar Muscala, Restaurator, und bin mit Detlef Bach, der auch Restaurator ist, hier zugange, den römischen Keller aus Frankfurt ausstellungsreif zu bekommen. Schwierig war es hier zu entscheiden, wie kriegen wir den Boden, die Sichtseite, also wir können ja nicht von unten tränken, sondern wir mussten von oben die spätere Sichtseite, also in dem Sinne festigen, wie kriegen wir das ausreichend stabilisiert, damit diese ganze Prozedur, die jetzt mit diesen Teilen stattfindet, auch richtig durchhält. Und dann ist halt die Wahl natürlich auf ein Epoxidharz gefallen, was sich dafür so geeignet hat. Und das hat sehr gut funktioniert mit dem Festigen. Das hat die ganze Zeit geregnet, in der Zeit, wo wir in Frankfurt waren, was auch nicht so geplant war. Und das hat aber ganz gut funktioniert mit der Auftragstechnik. Da haben wir auch was Neues getestet am Ende. Da haben wir anstatt einen Pinselauftrag berührungslos unser relativ dünnes Infusionsharz, was wir schon gewählt haben in der Viskosität, noch ein bisschen weiter verdünnt. Und das konnte man schön mit der Lackpistole auftragen, mit der Sprühpistole. Das ging kontrolliert ganz gut. Da waren wir sehr zufrieden. Und dann war halt der nächste Schritt war gewesen, dass man ja jetzt hier auf diese Oberflächen eine trennende Schicht bringen musste, bevor die Kapsel draufkommt. Ansonsten hätte ich ja Kapsel und Originalbefund nicht trennen können am Ende. Und das war dann die Idee, den Silikonschaumkautschuk, das ist ein Abformsilikon, den auf diese Oberfläche aufzubringen. Das war der nächste Schritt. Ich glaube, da hatten wir über 100 Kilo Silikon verstrichen auf diese ganze Fläche, aufgespachtelt. Und danach haben wir dann die komplette Fläche erstmal gekapselt, durchgehend, mit einer Hartgipskapsel. Das ist ein Hartgips-Glasfaser-Schalensystem. Und danach haben wir, glaube ich, eine halbe Tonne Hartgips verschafft und ich weiß nicht, wie viel, hunderte von Quadratmetern Glasfasergewebe, also dieses Laminat aufzubringen. Das war ein paar Tage Arbeit. Mühsame Fleißarbeit. Der Keller samt Erde, Gips und Co. wäre viel zu schwer und zu unhandlich, um ihn am Stück einfach aus der Grube zu heben. Deshalb wird er in Segmente aufgeteilt, die zum einen gut durch zwei Personen tragbar sind, als auch später für Ausstellungen wieder perfekt zusammengesetzt werden können. Der Keller ist wie verwandelt. Alles rosa. Die kleinen Stege im rosa Hartgips stabilisieren die einzelnen Segmente und zeigen gleichzeitig, wo später getrennt werden soll. Hierfür gipst man Stahlbleche mit ein, die dann nach dem Trocknen gezogen werden. Jetzt kommt das Denkmalamt wieder ins Spiel. Denn um die Segmente entnehmen zu können, braucht es viel Platz. Deshalb baggere ich die Erde rund um den Keller großzügig weg.
lang, oder? Die Seiten sind jetzt freigebaggert. Um das erste Segment entnehmen zu können, wird der Erdblock längs und quer gebohrt. Dann werden lange Stahlbleche eingeschlagen, auf denen der Erdblock herausgezogen werden kann. Der erste ist geschafft. Das muss jetzt nur noch 33 Mal wiederholt werden. So, jetzt müssen einige Berufsgruppen sehr stark sein. Und es gilt, bitte nicht nachmachen. Da die Bergungsweise hier zum ersten Mal zum Einsatz kam, wurden von uns viele verschiedene Werkzeuge ausprobiert. Den Löss mit der Kettensäge zu schneiden, sieht schlimm aus. Es fühlt sich auch nicht schön an. Aber überraschenderweise haben wir tatsächlich nur eine einzige Kette und ein Schwert ruiniert. Jetzt ist es soweit. Der Keller wird Stück für Stück in Richtung LKW gehoben. Das sieht jetzt erstmal ganz schön wild aus. Und außerdem schauen wir streng genommen von unten auf den Kellerboden, da die römische Oberfläche noch auf dem rosa Hartgips aufliegt. Geschafft! Viele hundert Kilo Material wurden bewegt. Jetzt geht der Keller auf die Reise. Ortswechsel von Heddernheim direkt in den Hunsrück, in die Werkstatt von Detlef Bach. Wir werden hier mal gezeigt bekommen, was zwischenzeitlich mit unserem geborgenen Keller aus Heddernheim passiert ist. Der Keller ist so groß, dass er nicht in die Werkstatt passt. Deshalb wird im Garten ein großes Zelt mit stabilem Holzboden extra für die Restaurierung unseres Kellers errichtet. Der mit Epoxidharz gefestigte Kellerboden ist wie lackiert, also nicht mehr wasserlöslich. Deshalb kann man die überschüssige Erde von der Rückseite her einfach mit Wasser und Bürste abwaschen. Wenn in der Oberfläche kleine Fehlstellen oder Risse entdeckt werden, kaschiert das Restauratorenteam diese mit Erdpigmenten. Einige der Pigmente haben sie extra dafür in Heddernheim mitgenommen, andere sowieso vorrätig. Nicht vergessen, wir schauen immer noch auf die Unterseite des Kellerbodens. Die wird jetzt geglättet, laminiert und somit für die Ausstellung fit gemacht. Hier oben, das Braune, ist erstmal eine Schicht Epoxidharz-Spachtelmasse, um prinzipiell die Hinterfläche einfach ein bisschen glatter zu bekommen und diese ganzen kleinen Vertiefungen auszuspachteln am Ende. So, und unter der Spachtelschicht konnte man dann anfangen, ein 6- bis 7-lagiges Glaslaminat aufzubauen. Das sieht man hier ganz schön. Und das gibt dann die Gefestigkeit für diese ganze Form. Das Laminat. Um das Laminat blasenfrei zu bekommen, wird jedes Segment unter Vakuum gesetzt, bis es ausgehärtet ist. Dann kommt der spannende Moment. Die beiden Schutzschichten aus rosa Gips und weißem Silikon werden abgezogen. Zum ersten Mal seit Reisebeginn kann man wieder auf den originalen römischen Kellerboden blicken. Die einzelnen Segmente werden jetzt wie ein Riesenpuzzle aneinandergelegt. Dann bekommt jedes Segment einen Aluminiumfuß. Man kann sogar die Kapseln, die sind insoweit versteift, in sich versteift, dass man auch die Gestelle davon jederzeit losschrauben kann. Nochmal zum Nachjustieren haben wir ein flexibles System. Mit Hilfe des Aluminiumgestells wird der Keller samt seiner Treppe in die ursprüngliche dreidimensionale Form gebracht. Und das ist das Original. Das ist die Original, der Original Frankfurter Grund, den man hier sieht. Jetzt im Hunsrück. Jetzt im Hunsrück, ja. Unter diesem Laminat sehen wir dann ein höhenverstellbares, einfach verschiebbares Gestell aus Aluminiumprofilen, was uns natürlich dann die Möglichkeit gibt, den Befund hier in der Höhe anzupassen, so wie wir ihn brauchen.
Die Bergungsmethode ist ja sehr komplex. Waldemar, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Das ist ja auch bei archäologischen Objekten, Keramik, sag ich mal, die ist auch nicht immer stabil. Das heißt, dieses Kapselsystem, das, mit dem arbeitet man ja auch, sag ich mal, mit dem Unterstützungssystem auch täglich bei archäologischen Objekten so oder so. Und das überträgt man halt natürlich dann einfach auf den römischen Keller, sag ich mal. Ne? Also von der Fibel zum römischen Keller. So, die Ideen sind immer die gleichen. Und da muss man halt auch manchmal, ich würde jetzt sagen, einen Arsch in der Hose haben, aber auch ein bisschen Mut haben, an so eine Sache dran zu gehen. Ja, und dann, wenn man guter Dinge ist, legt man los. Also wie viele habt ihr jetzt schon gemacht? Wie viele Keller? Ja. Nee, gar keinen. Ne. Ja, nee, das sind, ich meine, das ist ja das Spannende an so Projekten, dass die halt in dem Sinne nicht jedes Mal kommen, einmalig sind und dann ist es halt schon ein bisschen so auch ein bisschen Sportsgeist am Ende, den man so als Restaurator hat, da auch dran zu gehen am Ende, ne, dafür eine Lösung zu finden. Der kann jetzt auf Wanderschaft. Das ist kein Problem. Das Bergungsteam kann stolz auf sich sein. Gemeinsam haben die Spezialisten aus Denkmalamt, Archäologischem Museum und Restaurierung den Ausnahmebefund freigelegt, dokumentiert, stabilisiert, geborgen, transportiert, restauriert, montiert. Dann ging es für den Keller wieder auf die Reise. Inzwischen ist er von seinem Ausflug in den Hunsrück wieder wohlbehalten zurück in Frankfurt. Und das Archäologische Museum ist um ein ganz besonderes Ausstellungsstück reicher. Das ist schon unser 9. Video zum römischen Heddernheim. Die anderen findet ihr auf unserer Playlist. Wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, folgt uns auf Social Media. Detlef, Waldi, es hat irre viel Spaß gemacht, 2 Wochen lang mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe viel gelernt, gerne jederzeit wieder. Mit Hilfe des Aluminiumgestells wird der Keller samt seiner Aluminium. Ich finde das eigentlich, ja, ich finde gar nichts. Schneidert.